Ich sagte, bei uns regnet es nie, ja. Aber ausgerechnet vor der Haustür muss es regnen. Alter! Alter! Was geht und willkommen zum zweiten Part von Let's Play Minecraft. Wieder mit dabei ist Juicy Rain. Moin, moin, was geht? Und ich starte wieder mal neu den Timer. Und beim letzten Mal wollten wir erfahren, was dort unten ist, wo sich der Pflasterstein befindet. Und deswegen versuchen wir jetzt irgendwie da runter zu kommen. Und ich werde jetzt was Riskantes machen und springe in Was? das. Warte, warte. Ja, doch, man kann sich ins Wasser einfach von hier aus fallen lassen. Boah, Alter, da ist Lava. Also, Ich traue schwimm, mich das wenn du. gar nicht. Mach. Ich weiß jetzt schon, was passiert. Das schaffst du. Runter springen. Ja, ist egal, ob du fallen lässt oder springen. Du musst nur im Wasser. Ja, hier, Alter, selbst der Baum. hier unten ist auch Wasser, nur das Wasser schwimmt auf die Lava zu. Und hier ist noch was anderes. Was ist das, Ah, Kupfer? hier. Rohrkupfer. Warte. Ja, genau. Und es hat sich was anderes geändert. Das ist ja richtig viel Kupfer. Ja, du hast Finde mir ich von der. nice. Ja, wir können ja Kupfer bauen. Und dann wird das irgendwann grün. Es sei denn, du wachst das ein und da ist das Problem. Du kannst Kupfer einwachsen, aber wie willst du an Wofür Wachs das? kommen, wenn du keine Kerzen hast? Ja, damit es nicht grün wird. Wenn du Kupfer einwachst, dann bleibt es so, wie es ist. So, wir versuchen jetzt irgendwie hier hochzukommen und ich hoffe, das hier ist nicht mein Tod. Ich will nämlich endlich wissen, wer da Cobblestone gebaut hat. Und ich lache mich kaputt, wenn da gleich ein Höhlengang hinter ist und du so, ach so, das habe ich gebaut. Nein. Als ob ich so schnell einfach mal da irgendwas gebaut krieg. Vor allen Dingen, ich war noch nicht mal hier auf der Seite. Ja, wer weiß, wo Höhlen überall lang führen. Okay, schon auch wieder. Ich weiß nicht mal, ob ich noch richtig bin. Mal kurz nach oben abbauen ist eigentlich nie gut. Das müsst ihr euch merken. Wobei, das weiß Ja, pass eigentlich auf. mittlerweile jeder. Wenn bin ich ja das Opfer. Kohle. Die kannst du ja schon mal mitnehmen. In der Zeit, in der ich hier Kann ich eigentlich weitermache. wirklich? Dann schon mal genug für irgendwann. Oh Gott. Es ist das, was ich denke. Und dann müsste ich aber hier das hier kurz abbauen. Mach. Ja, habe ich. Ich hab doch ganz selten Spinne. Ja. Das ist ja auch das, was ich denke. Genau. Heißt, wir müssen jetzt kämpfen. Hast du ein Schwert überhaupt? Ja, hab ich vorhin gemacht. Ein Steinschwert. 28 Kupfer. Ja, Ah, Leute, ich hab's bevor wir da geschafft. reingehen und das bekämpfen, will ich euch kurz etwas präsentieren, Leute. Das hier ist Eisenerz. Und ihr kennt ja, wenn man Eisenerz abgebaut hat, kriegt man Eisenerz. Das ist nicht mehr ganz so. Denn hier kommen jetzt folgendermaßen Roheisen raus. Das sind Klumpen, die halt eigentlich dasselbe sind wie ein Eisenblock, die müssen dennoch gebrannt werden. Allerdings haben die den Vorteil, dass falls man eine Glücksspitzhacke hat, kann man jetzt auch Eisen und Gold vervielfachen mit dieser Spitzhacke und ist nicht mehr beeinträchtigt davon, dass man einen Eisenerzblock bekommt, weil den kriegt man nicht mehr. So, deswegen ist es auch ganz clever, wenn ihr vielleicht das Update jetzt zufälligerweise noch nicht gemacht habt. Geht in eure alte Welt, baut Eisenerz ab und lasst die Blöcke da. Kommt mit dem neuen Update wieder, baut's mit der Glücksspitzhacke ab und ihr habt euer eigenes Eisen verdoppelt. Fresh. Wieso habe ich Roheisen? Ich glaube, ich Wahrscheinlich habe eingesammelt. eins. Ja, Aber das ist halt auch eine geile Sache, halt so vom Update. Ich habe schon wieder Kupfer abgebaut. Ich bin jetzt endlich bereit hier. Ich habe eine Treppe gebaut hier. ja. Extra wanddicht, damit man nicht rausfliegt. Und oh, ich bin Künstler geworden. Das ist ja mal mega nice. Zauberbuch, Wasserraffinität. Ja, wie geht das denn? Frag mich bitte nicht, wie ich genau die Truhe treffen konnte. Das war Ja. Zufall. Aber ein goldener Apfel ist auch nicht verkehrt. Schießpulver. Und natürlich haben wir jetzt den Vorteil, Leute, passt mal auf. Wenn eine Spinne daherlaufen sollte, also Ist hoffe ein ich jetzt. Spawner eigentlich. Ja. Ja. Das ist ja jetzt auch Jetzt. noch geil, weil der beeinträchtigt mich nicht durch die Truhe. Zack, abgebaut. Ach, geil.
Dann wollen wir die Schweinepriester doch mal kurz erledigen. Ach so, das sind normale Spinnen, die greifen uns tagsüber nicht an. So, So, dann dann kommen die können zu mir. wir. Alter! Die Alter! greifen sowohl wohl an! Die haben mich gerade eben nicht angegriffen. Ja, mich auch nicht! Die eine kam sogar so nah zu mir. Alter! Ja, Alter! Da kommt noch Nein! einer. Ja, woher kommen. Ist hier noch ein Ey, da ist ja Spawner? noch eine! Da ist so ein Leuchtding wieder. Da tauche ich aber jetzt nicht ab. Alter! Alter, wie viele sind hier? Ja, hier ist wahrscheinlich noch irgendwo so ein Spawner, oder nicht? Ja, hier ist das Leuchtding. Ich weiß, das sind die neuen leuchtenden Ranken. Das Leuchtding. Windding, was ist das da? Ach, lol, Lava, ich dachte. Nee, ich will erstmal zurück. Die Höhle müssen wir uns aber trotzdem merken. Die ist geil. Naja. Also, ich meine, ich finde das gerade fresh. Ich weiß. Ich wollte nur was überprüfen und habe deswegen das abgebaut, wobei ich das gerade mit der Spitzhacke gemacht habe. Ich wollte es eigentlich mit der Hacke abbauen, um zu wissen, ob es dann rauskommt. Ich habe ja keine Ahnung, wie man die kriegt, aber wahrscheinlich mit der Schere. Na, ich komme, ich lasse das Leuchtding mal, sonst haben wir ja hier gar kein Licht. So. Was ist denn hier eigentlich überhaupt noch drin? Oh Ja, Gott. Ich weiß Schießpulver, eigentlich warum. Weizen, Namensschild. Ich nehme einfach alles mit und sogar die Truhen, weil die könnten wichtig sein. Könntest du die Truhe mitnehmen? Ich kann nichts mehr aufnehmen. Weiß ich habe eigentlich sogar. Ich weiß gar nicht, mit was man die schneller abhacken kann. Mit einer Axt oder. Axt, ja. Und da unten liegt Wo noch habe eine ich dann die Truhe. Augen? Was? Hier, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, ob du eine Axt hast. Wo bist du? Ah. Ja, nee, bei mir war es gerade so, du wärst noch da oben am Stehen gewesen, auf einmal weg. Es wurden Fehler, wo. Achso, hier ist meine Treppe. Ich habe gerade meine Treppe gesucht, ne? So. Jetzt schwimmst du dem Fluss nach oben. Keine Sorge, ich kann das. Pass auf, jetzt krieg ich komplett peinlich. Wenn du beim Fluss ganz oben bist, kann es sein, dass er dich zurückwerfen will. Heißt, ich werde ganz kurz. Egal. Du kannst hier hin. Weil, look, guck mal, hier ist unsere Treppe. Ich weiß zwar nicht, wieso ich das gerade so dämlich angestellt habe, wenn hier unsere Treppe ist, sondern kann ich einfach die Treppe weiter hochbauen. Hier so am Rand, weißt du, was ich meine? Dann kommt man hier problemlos hoch, hat keine Probleme. Wird nicht vom Wasser sterben. Oh, geil. Oh, Eisen. Ja, geil. Ja, bei uns geht's ja richtig ab hier, auf einmal. Ja. Ja. Meine Spitzhacke ist kaputt. Das ist jetzt natürlich scheiße, weil ich habe keine mehr. Doch, ich Ich habe eine habe eine Marke. Holzspitzhacke. Warum? Oh nein. Alter. Wenn ich den Wasserstrom komplett schließe, sorgt dafür, dass du auch schön auf der Treppe stehst. Ja, bin ich. Wasser ist jetzt für immer weg. So. Leider. Ich wollte es eigentlich nicht tun, aber wir wären sonst draufgegangen hinterher noch. Das stimmt. So, ich muss erstmal gucken, dass die Treppe auch mal funktioniert. Das sieht doch schon super aus. Hier ist doch schon wieder Erde. Erde. Alter, nee, die Treppe ist ja viel zu riskant. Da wird ein Geländer gebaut. So. Schnell nach Hause, es ist dunkel. Ja, auf jeden Fall ganz schnell. Heiliger Bimbam. Ich hasse Creeper, habe ich ja schon mal gesagt. Vor allem, wenn ich dann noch während dem Creeper mit einem Zombie kämpfen muss. Ja! Der hat eine Karotte fallen lassen, ich kann die nicht mehr aufheben. Die können wir gut gebrauchen, anbauen. Was? Die Aber Karotte. welche konnte Alter, ich hier der aufheben? Zombie hat auch eine Karotte fallen lassen. Ja, ich konnte die aufheben. Die vom Creeper. Die war vom Zombie. Ja, oder das. Ja, woher soll ich wissen, wovon die jetzt kommen? Du kämpfst da nur nicht.
Keine Ahnung, der Creeper ist gebummt. So wie der, weil ich nicht. So, komm, wir gehen nach Hause. Ich finde den Ort schon geil. So. Ich sagte, bei uns regnet's nie, ja. Aber ausgerechnet vor der Haustür muss es regnen. Alter! Alter! Ich hab. Gott sei Dank war ich noch schnellstmöglich gerade da weg. Geh weg. Alter, warum ist hier so tief? Ja, weil es hier runter geht. Oh nein! Du bist der Beste. Der soll. Ich wusste nicht, dass der aus der Entfernung noch explodiert. Übrigens, ich brumme in der Aufnahme übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen. Lasst euch davon nicht abschrecken, das ist das Ladekabel des Controllers. Das hattest du sogar in der vorigen Aufnahme sogar mal gesagt. Ja, aber ach so, ja. In nee, der noch nicht. Ich weiß. ja. Goldener Apfel ist Essen, rohes Fleisch ist Essen, Weizen ist Essen. Würdest du mir bitte mal die Kohle geben? Ja. Sonst spawnen hier noch mehr Creeper und ich glaube, das tut uns nicht gut. Jetzt nicht falsch, warum habe ich jetzt nur die Hälfte? Oh Gott, ja, da stand ja auch die Hälfte. Ist das neu? Scheiße, ich habe gerade alles zu Sticks gemacht an Holz, was ich hier. Also, ich habe noch Baumstämme. Was? Hey, ich habe. Kann ich eigentlich. Warte. 4, 5, 6, oh, 24, das müsste erstmal reichen. Hauptsache hier ist erstmal ein bisschen Licht im Dunkeln. Ich hab trotzdem nochmal den Rest so gegeben, die Hälfte. Ja, warum, ach ja. Ich frag mich gerade, warum ich zwei Truhen hab, wa? Ja. Dann ist mir bewusst geworden, oh ja. Ja, ich würde dich bitten, das als Doppeltruhe hierhin. Und ich guck dich noch an, so weißt du. Ja, ich dich nur bei der Begrüßung, wobei diesmal habe ich dich gar nicht angeglotzt. Naja, lächerlich. nee, ich weiß nicht, was ich davor habe, aber das sieht nicht so gut aus. Ich bräuchte aber eine neue Steinspitzhacke. Mir ist ich das sofort kurz aufgefallen. Nice. Es gibt einen neuen Block, guck mal. Den habe ich gerade gecraftet. Warte. Ja, was ist denn das? Das sieht ja wirklich so aus, wie die alle sagen. Wenn du von weiter weg guckst, sagen die Leute immer, das sieht aus wie Bohnen. Es ist halt wirklich so. Das ist ein Roheisenblock. Ach du Heiliger. Das hört sich immer an, als muss Eisen gekocht werden. Hallo? Hä? What the f... Was ist los? Als ob ich das gerade so rauszensiert hätte. Ach so. Ja, aber was ist trotz allem los? Nein, ich hab grad, bei mir war ganz kurz das ganze Crafting-Inventar weg und ich bin schon wieder voll. Achso, dafür ja die Truhe, um erstmal alles reinzuklatschen. Wie das jetzt kann man alles? Danach, ja, den ganzen Müll, den wir aufgesammelt haben, da können wir später immer noch sortieren. So. Jetzt hast du den Block aufgesammelt, lol. Braucht den Block mal wieder, ich will was wissen. Ja, ach so, warte. Mich würde, wenn mich brennt, was interessieren, was natürlich mega OP wäre. Warum sollte man einen ganzen Block aus rohem Eisen craften können? Kann ich den ganzen Block auf einmal brennen? Die Karotte. Soll ich die eigentlich auch in die Truhe tun? Irgendwo. Schade, Schokolade. Ja, tu einfach in bei mir neben meinem Bett in die Truhe das Essen. Okay.
Okay, tun wir rein, tun wir Kohle rein, 19. Da ist noch zwei Kohlen brauchen wir. Zack. Und dann, ich mal hier weitermachen, das sieht ja hier ätzend aus. Auch wenn das ein schönes Muster war, ist das nicht das, was ich beibehalten will in dieser Bude. Und ich will auch bald jetzt gleich mal eine Rette, eine Treppe machen. Ach so, wofür? Für Höhlen und so. Also, dass wir mal von zu Hause aus, klar haben wir da vorne die Höhle, die können wir auch noch erkunden, vielleicht stoßen wir auch drauf, wenn wir hier runter irgendwo gehen. Ja, das reicht eigentlich mit dem Haus. Es muss ja nicht riesig sein, hier können wir ein paar Truhen hinmachen. Es muss ja keine Villa sein oder sowas. Muss ja nur sinnvoll sein. Ja, das ist ja schon klar. Wer bist du? Slime, Professor Slime. Wusste, dass das extra nicht sagt, ne? Liegen. So, wir genau. Zack, zack. Und am Ende des Ganges ist eine Tür. Die wird eingesetzt dafür. Von hier sieht das aus wie die Halle der Toten. Ich weiß, die Treppe ist ziemlich schmal. Man muss ja auch nicht jedes Mal so eine fette, fette, fette Treppe machen. In Gang 8. Wie gerne ich das eigentlich gerade noch mal sagen würde. Weiß ja nicht, ob das als Ausdruck gilt. Ja, das ist es ja, deswegen will ich es ja auch nicht sagen. Wir machen direkt mal neben die Tür ein. Dann 1, 2, 3 und 4. Das heißt, alle Vierten. Was? Aber ich könnte sagen, bitte wenden. Ist das eine Beleidigung, dicke Frau? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube ja eher nicht. Ja, aber wenn du das jetzt zu Es einem geht ja eher jetzt um die wirklich. Beleidigung. Ich jetzt gerade fast gesagt 1, 2, 3 und 4. Ja, weil als ob das keine Beleidigung ist, wenn du zu einer Person sagst, die halt dicker ist und sagst dann, ey, dicke Frau, bitte wenden. Ja, aber du darfst ja auch Fax sagen. Ja, aber du beleidigst ja schon die Person, sozusagen. Ich sehe es schon, komm, am Ende muss ich das Video so schneiden und man hört die ganze Zeit nur piep, 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 piep. Wäre schon irgendwie lustig. Eigentlich schon. Ich weiß nicht mal, wie tief es hier geht. Also die neuen Höhen und Tiefen sind ja leider noch nicht da. Das heißt, es geht noch normal tief. Eins, zwei, drei, Ich gehe hier raus. Wieso? Ja, Brot essen. Ja, klar. Ja, ohne Witz habe ich gerade wirklich. Also in dem Spiel. Drei Eisen. Krass. Vier. Sag mal, ist Eisen häufiger geworden oder bin ich irgendwie beheuert? Ja, es Bescheuert. ist. Ich hätte jetzt extra auf Spaß gesagt, jetzt hatte er ja, aber das saß B. nicht. Anstatt dann von hart zu sagen, nee. A, B, C. Ich sag nur TWD. Ich hab ein B. Wird B zu A? Das hat einen Grund, warum ich das Richtige nicht sage, falls Leute das schauen und noch nicht so weit sind. Also, Das ist sonst richtig asozial. 1, 2, 3, 4. Die wissen ja gar nicht, von welcher Serie wir sprechen. Ich hab, 1, ja, 2, aber die meisten wissen, was TWD 3. Ja, aber das bedeuten haben wir ja noch soll. nicht gesagt. In Ich der kann's so Folge. sagen. Nein, ich meine, wir haben TWD gar nicht Ich erwähnt hatte mit A das. und B.
Ach so, das nicht. Ich weiß nur halt, dass ich mal in der vorigen Folge TWD nur gesagt hat, aber sonst halt gar nichts mehr. Weil das war ja auch keine Andeutung jetzt für. Ah, okay. Muss hier raus. Junge. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Ach, das sind noch drei Sticks. Dann kann ich hier jetzt eine Stein-Spitzhacke machen. Und ja, diesmal habe ich es absichtlich gesagt. Er hatte Haar. Aha. Sack hat voll gepasst. Er hatte Haar. Aha. Sind Sie ein A oder ein H? Aha. Nein. Mal kurz um zu Hause kümmern. Wir brauchen nämlich auch einen Ofen. Ja. Den muss ich mal hier reinbauen. Nice. Ich hab nice gesagt, nicht. Aufhören. Ich weiß nicht, wieso das auf einmal kommt. Weil man hört aus Nice haargenau auch noch was anderes raus. Es muss doch mal eine Höhle Nice. kommen, das ist unglaublich, dass keine Scheiße. Höhle kommt. Zwei. Ohne Witz, ich habe Drei. wegen zwei an zweideutig gedacht. Vier. Die Kohle übersehen wir jetzt einfach mal. Ja. Mich regt nämlich was ganz anderes hier auf. Und zwar Was denn? Kies. Kies ist mies. Nice. Alter. Ja. Alter, das wird jetzt noch heftiger. Ich glaube, das wird immer Das heftiger, warte. sieht so geil aus. Ach so. Sind wir schon vier? Zwei, drei, vier. Nee, warte. Eins, zwei, drei. Und da ist vier. Eins. Oh, mich juckt's. Zwei. Wir sind immer noch bei zwei. Drei und jetzt. Ich denke gerade an Fall Guys, an die eine Szene. Eins, zwei, Soll drei. ich aufhören? Scheiße. Warte, wir waren jetzt bei drei, oder? Ich bin jetzt verwirrt. Eins, zwei, drei, ja. Eins, ja, was für eins? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs ist eins zu hoch. Kennst du die Person in der Höhle? Oh Gott. In der Höhle. Weißt, was ich da genau meine. Ach so. Ich weiß gar nicht, wie tief wir schon sind. Also ich weiß schon, wie tief wir schon sind. Das Problem ist nur, dass ich durch dich immer wieder nicht sehen kann, wo. Ja, Mann. Eins, zwei, drei. Bleib hier oben einfach stehen. Ich muss gerade an was anderes denken mit dem Zählen. Eins. Zwei. Drei Worte und ich. Wie kannst du das noch im Kopf haben? Eins, zwei, drei. Vier. Ja, keine Ahnung, noch von Anfang an. So. Alter, ey, wir sind schon echt tief. Eins.
Zwei. Ich mache hier ja nichts. Nein. Drei. Ja, das Problem ist, ich finde ja auch keine Höhle. Da kannst du nichts machen. Ja, Vier. ich weiß, ich kann dir nur zuschauen, Nö, wie du du am kannst dann Zählen die bist. Oberwelt und kannst Fleisch holen. Wenn du Lust hast. Jetzt. Jetzt lache ich mich kaputt, wenn Alter. du hochgehst und es ist dunkel. Warte, soll ich mal machen? Warte. Alter, was ist denn das? Zwei. Es wird dunkel, glaube ich. Drei. Es ist unglaublich, ich finde einfach nichts außer auf einmal einen Haufen Cola. Eins, zwei. Hast du gerade gesagt, ein Haufen Cola? Ja, statt Kohle. Eins, zwei, drei, Alter. vier. Wie geil. Jetzt habe ich Bock auf Cola. So, vier. Eins, es muss doch jetzt mal was kommen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Es kann nicht sein. Ich setze jetzt hier eine Fackel und wenn die nächste ausgeht, dann beende ich die Folge. Eins. Zwei. Drei und ich. Vier. Ich zieh durch. Scheiß. Wir sind schon auf Höhe 18. Ich setze die letzte Fackel, gehe wieder nach oben. Du wolltest nicht hören, jetzt bist du durch. Ey, ich habe schon echt lang gegraben. Ja, ich weiß. Selbst bei. Das lasst Ja, du ich. zu, jetzt bist du durch. Ich meine, ja, das hat dazu gepasst, aber ich habe über was anderes gedacht, nämlich wo ich sagte, ich weiß. Und selbst bei weiß denke ich schon an. Jetzt denke ich an aber noch TWD und ja. Ja, es wird so schlimm. Oh, es ist dunkel, wir müssen pennen und dann beenden wir die Folge. Das nur seit Staffel 9. Nee, Staffel 10 hat das angefangen mit dem. Ja, also ich spawn auf der falschen Bettseite. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier in die Ecke und sag, sehen wir uns in der. Das ist die alte Verabschiedung. Ich habe die neue ja schon wieder vergessen. Ich hab mein. Also ich hab das, was ich sagen sollte, sogar im Kopf wahrscheinlich. Also, wie gesagt, Leute, das war es mit der heutigen Folge. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da, einen netten Kommentar und abonniert kostenlos den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich einfach sagen, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Let's play Minecraft.